SNG, die Brasilianer. Und jetzt muss nicht nur ein Sieg her. Nicht Brasilianer, sorry, Belarus sind sie. SNG Maxi Game. Und Mousebots mit dem Go auf den Trainer A. Da wartet Teixeira und Keeperman kommt ebenfalls dazu. Also zu zweit jetzt dort. Werden sehr, sehr schnell umstellen können. Und man läuft über große Rampe durch. Und Mousebots da wirklich im Bedrängnis von der CD-Base aus. Hier gerade schöner Headshot gegen Tixo. Und Mousebots wird da komplett eingenommen. Bombe defused. 1 zu 0 für Belarus. Ja, und auch das passiert Mousebots öfter mal, dass sie dann gegen so einen vermeintlich schwachen Gegner, gegen so einen Underdog, dann verlieren oder wirklich ins Straucheln kommen. Und das können wir hier alles nicht gebrauchen. Großer Vorteil sicherlich, dass SNG hier den Coinflip gewonnen hat und damit die Seitenwahl eben bekommen hat und somit als TT starten darf. Aber man muss dazu sagen, gerade im europäischen Spiel, die CS-Teams haben ihr Terrorspiel deutlich verbessert. Aber gerade auf Train sieht man gut und gerne mittlerweile mal 6T-Runden. Auch ohne den Gewinn einer Pistol Round. Superman schnappt sich da erstmal Seraph und Blizzard Last Man Standing für Mousebots. Okay, auch er wurde jetzt gesehen. Schöner Headshot. Und gleich gibt's von hinten, jawohl. Da kommt Slit Cavani um die Ecke. Und macht dort Mousebots Blizzard kaputt. So, Bombe war gelegt in der ersten Runde, von daher hier jetzt die Möglichkeit, Waffen zu kaufen. Schauen, ob man da was Schnelles spielt über Mitte und K-Gang. So, vierer Zug sollte gesehen worden sein von Seraph. Zyx geht da down. Superman in der CT-Mitte gestanden. Seraph. Und wieder ist Slit der Mann, der dort steht. 13-0, Waffenrunde vom Mousebots vereitelt. Wo bis jetzt noch gar nichts hier irgendwie über K-Gang gesehen. Und jetzt sehen wir es. Also, zu viert geht's über K-Gang. Capio wird flashen. Schauen wir mal, jawohl, da kommen die Flags für K-Gang. Und jetzt der Go. Zyx und Tixo mit Deagles. Nein, Zyx mit der Glock, sorry. So, zwei Waffen sind down. Capio jetzt aus der Mitte auch dazugekommen. Zerg steht gegen zwei Keeperman wieder von hinten und der Schara. Er bangt durch. Bangt da den Seraph. Aber trotzdem, sehr, sehr gute Eco von Maus. 4 zu 0. Andi, mach mal dein Mikro aus, bitte. Capio, Kagam unterwegs, zweimal schnell Mitte raus und Poppe wird ebenfalls kommen. Bombe erstmal noch über Pop-Doc gedroppt. Ja, sieht nach einem spannenden Versuch aus. So, Slit, geflecht, sehr schön, beide Flechts kamen, die zweite hat dann gesessen. Und jetzt heißt es eigentlich die Bombe mitnehmen. Seraph hat sie gepickt. Capio immer noch im K-Gang und Tixo kommt dazu.
Und was machen Blizzard und Seraph? So, Capio fällt. Rector. Und Blizzard auch Fußhit kassiert. Seraph mit der Bombe sollte eigentlich warten. Tixo kommt jetzt Karang und alle Spieler von SNG sind nach Trained A zu 4. Tixo. Tja, der hätte jetzt hier die Bombe legen können, hat er aber nicht, denn Seraph trägt die Bombe. Und er kann da alleine nicht viel machen. So, Tixo down und da fällt auch Seraph. Schöne Idee, Umsetzung aufgrund von SNG Maxi Game zunichte gemacht. Tja, und das war sie schon, die fünfte Runde. Und langsam muss mal was passieren da beim Mausbots. Also wenn man jetzt hier gegen Belarus am Wackeln ist, dann ist er aus, der Traum von den Playoffs. Mit dem Leafback. Schauen wir mal in die AWP da von Keeperman, der dort immer wieder nur die Füße sucht. Fantastisch, wieder ein schöner Flag von ihm. Jetzt Capio und auch er fällt. Keeperman wieder mit dem Kill und dann Slit von hinten, schnappt sich Tixo. 6 zu 0. Unglaublich. Und Keeperman hier mit 13 2 Stats. Wahnsinn. Tja, und jetzt sieht man Capio wieder mit 1 6 Stats. Und schon läuft es wieder nicht rund für Maus. Mannometer. So, Blizzard. Jetzt reicht sie mal langsam hier. Ja, trotzdem viel Hits gemacht. Capio. Jawohl, Headshot sitzt. Von hinten aufpassen. Alter, da haut sie 30 Meter weg. Jetzt Capio mit dem Frag, 55 HP noch. Und der letzte Mann ist Keeperman. Den hat er jetzt gesehen. Oder zumindest wenigstens gehört. Ah, das gibt's doch gar nicht. Keeperman, er hat natürlich gesehen, dass die Bombe da liegt, aber dann hier so ein Frag, 7 zu 0. Mano. Jetzt muss es doch hier mal irgendwann passieren. So viele Runden kann man doch gar nicht mehr abgeben. Und wie viel Pech muss man da haben? Vor allem spielen sich die Jungs hier von SNG damit langsam in den Rausch. Capio, ja. Dann ist da halt mal so der Stromkasten auch noch im Weg. Und ist dann hier der sechste Gegner. Das gibt's doch gar nicht. 8 zu 0. Keeperman, die AWP ist wirklich gefährlich. So, Mausbots, unter Echo, Richtung Trained A, Deshra steht dort. Zwei Frags gemacht. Rector ebenfalls mit zwei, mit dritten. Nein, da ist natürlich, wer soll da auch anderes sein? Keeperman wieder. So, jetzt sind es noch 6 Runden zu spielen. Und eigentlich waren es 6 Runden, die wir dafür Maus sehen wollten. Und wenn wir jetzt einfach mal zusammenrechnen, Mausbots, die brauchen hier 16, eher 17 Runden.
Das wird also auch nochmal hier ein knappes Ding, wie es aussieht. Meine Güte. Sieht da perfekt vom Kargen aus, ja. Jetzt bekommt Blizzard vom Zug, ist schon rechts weg. Oh, Caprio, wenigstens mal mit 2 wieder. 12 HP nur noch bei ihm, 2 gegen 2 Situation. Blizzard im 1-on-1-Avo-Duell und er weiß, Zerg weiß, dass er da am E-Kasten ist. Okay, vielleicht doch nicht. Wenn er jetzt mal geschaut hätte, der Blizzy. Jetzt ist er unterm Zug. Zeit 35 Sekunden. So, Carpio mit dem Frag. Und jetzt kommt von hinten Keeperman. Ebenfalls mit Arve. Och, und er kriegt Carpio. 10 Sekunden noch. Und so langsam muss er die Bombe legen. Und er schafft den Plant. Jetzt bleib unterm Zug, Junge. Bleib unterm Zug. Und Keeperman, der kriegt den halt schon wieder. Ich glaub es einfach nicht. 10. Runde für die CTs. Was ist da nur los jetzt wieder bei Mousebots? Da spielt man so ein Wahnsinnsspiel zum Auftakt. Verliert dann gegen Turmoil. Unglücklich. Siegt gegen die Russen. Am Ende doch wieder recht klar mit 22-8. Und jetzt knallt man uns hier wieder solch ein Hundsgame vor die Nase. Hat er die Hits bekommen, aber Mousebots räumt auf. Zerg, letzter Mann. Endlich! Es ist! Wobei, sagen wir es lieber noch nicht. 1-on-5-Situation. Nicht mal Snowguard Female könnte solch eine Runde jetzt noch abgeben. So, und Blizzard jetzt macht's hier klar. Erste Runde für Mousebots. Puh, schwierige Geburt. Und im Prinzip würde ich jetzt gerne alle Runden für Maus sehen. Denn irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, wenn man hier nur mit einem 12-3 rausgeht. Auch wenn Maus jetzt in der letzten Zeit pistolstark war. Trotzdem hier gegen Belarus habe ich ein wenig Angst. Denn wenn man dann jetzt noch die Pistole abgibt, dann wird es mehr als nur eng. So, aber hier Belarus direkt wieder zurück auf den Punkt, wieder konzentriert, nachdem er da eine Runde abgegeben hat. Ja, und jetzt ist Seraf letzter Mann. Und der kann jetzt Geschichte schreiben hier für Mousebots. Für die deutschen Fans. Nummer 1 hat er. Und jetzt weiß er zumindest, wo die Nummer 2 ist. Und Sarah verliert das Duell. Keeperman, 22 HP. Keeperman ist auch einfach eine Maschine hier. 21-3. Eine Ratio
von 7,0. Wahnsinn. Rektor rastet da mal kurz aus im K-Gang. Die sind weggezogen. Jetzt geht's los auf Trainer A. So, Bombe legen. Aber auch das bringt den Mäusen nur noch Geld. In die Runde werden sie damit sicherlich nicht holen können. So, Capio hat jetzt sehr auf die Bombe gedroppt. Hier. Junger Padawan, neuer Mann, mach mal. Und ich glaube, da wird es jetzt nochmal ein kurzes Krisenwort geben. Warum legst du nicht die Bombe? Dann ist die Stimmung sowieso am Arsch. 14-1 und dann müsste Mausbots hier ein 15-0 holen, um mit 16-14 zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob das laut Score Difference dann noch reicht. Oh, wieder zweiter Frag. Mann, 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 Mann. Hinein in die letzte Runde. Waffen sind jetzt nach dieser Eco von Maus wieder da. Was für ein Drama hier zum Ende in dieses Spiels. Und egal welches WC3-Spiel, wenn jetzt noch eins da gewesen wäre, wir hätten sicherlich das WC3-Spiel gezeigt, da ich mir gedacht hätte, hier bei Mausbots, da kann überhaupt nichts mehr passieren. 20-10, locker drin. Und was sehen wir? Ein Scheiß. 13-1 für SNG. Und auch jetzt, Mausbots wirkt hier ein bisschen orientierungslos. Wissen da nicht genau, wohin. Die Bombe verschiebt hier aus dem Gang zurück Richtung K-Gang. Blizzard und Tixo. Die Zeit, 50 Sekunden. Seraph alleine am Pop-Doc. Capio wird Mitte kommen. Tja. Jetzt müsste Capio raus. Oh, Slit ist down. Die AWP mit Zerg steht. Zerg hat Hits bekommen. Die Base kommt hoch, hat dann noch den eigenen Mann angebounced, 20 HP noch. Oh mein Gott, und wieder steht der Keeperman gegen 2, das gibt's doch nicht. Wer kann den denn aufhalten? 23-3 Stats bei ihm. Alter Schwede. Belarus heizt hier Mausbots ordentlich ein. 14-1. Freunde, das Ergebnis wird hier nicht falsch angezeigt oder sonst irgendwas. Mausbots hat gegen Belarus eine einzige Terrorrunde holen können. Und damit braucht man jetzt ein 15-0, um hier noch irgendwelche Chancen zu haben. Mit einem Unentschieden wäre man raus. Niederlage wäre man raus. Und wie viele Runden braucht ihr Mausbots? Ich hoffe, ich finde da jetzt was in den Comments zu. So. Exzent schreibt hier.
müsste Maus doch eigentlich nur das Match mit 16, 14 gewinnen und sie hätten gleiche Punkte und automatisch auch die meisten Runden, wenn man rechnet. Blackhead schreibt, nee, Knochen, ich glaube, die anderen Spiele sind völlig egal. Wie gesagt, gestern mit WNV, Fnatic und FG haben nur die Runden im direkten Vergleich gezählt. Also mit 17 Runden gegen C-Max wären sie raus gewesen und mit der 19. waren sie schon Gruppensieger. Okay, also es zählt dann scheinbar eben der direkte Vergleich nicht zwischen den Teams, die eben punktgleich sind. Aber jetzt schauen wir auf die Pistole hier. Wenn Mausbots die Pistole verliert, ist hier eigentlich so gut wie alles aus. Capio macht eine, geht dann down, Seraph, Zyx gegen zwei. Und jetzt steht nur noch Rector, der hat Seraph gekillt. Die Bombe ist down am K-Gang. 3 gegen 1 Situation, Mausbots. Und Tixo sieht ihn. Tixo sieht ihn. Blizzard dort in der CD-Mitte. Zyx hier wieder gesehen. Tixo nur noch mit 16 AP. Na, da haben sie ihn gesehen auf dem Zug. Und Zyx ist da, macht es. 1:0 für Mausbots. Die Pistole ist da. Der Grundstein gelegt. Und nun muss man hier 14 Runden in Folge holen. Meine Güte. Und sowas kann man überhaupt nicht einplanen. Selbst wenn hier damit gerechnet wurde, dass dieses 16-14 reicht, dann mache ich das vielleicht, wenn ich sowieso schon die 16. Runde erreicht habe. Boah, was für ein Headshot! Zyx down, Seraph down, das gibt's doch gar nicht! Was war das für ein Rocket-Teil? Capio steht auf dem Spot, Capio ist down! Nein! Nein! Blizzard ebenfalls down, Tixo letzter Mann und Tixo ist down! Das gibt's doch überhaupt nicht! 1:1 und da ist sie die Runde! Und somit für Mausbots nur noch ein Unentschieden möglich! Das kann doch überhaupt nicht wahr sein! Junge, Junge! Wenn nachher die ganzen Schüler nach Hause kommen, die werden ganz verdutzt auf den Matchticker schauen. Das gibt es doch gar nicht. Tja, und dann ist es jetzt eigentlich amtlich, dass Mausbots draußen ist. Das gibt es nicht. Es ist so, C-Max. Es sei denn, C-Max würde jetzt noch ein Match verlieren. Wenn C-Max jetzt verlieren würde, also wir schauen mal ganz kurz auf dem anderen HLTV vorbei mit dem anderen Rechner, um zu gucken, wie es da steht. Wenn nämlich nur dann, wenn C-Max verlieren sollte, dann hätten sie 2 Niederlagen und Mausbots wäre eben wieder vorne mit dabei. Und sollte das nicht der Fall sein, dann hat C-Max die Niederlage gegen Maus, alle anderen Spiele gewonnen. Und genauso ist es dann mit Toroy aus Amerika. Gegen Maus gewonnen, gegen C-Max verloren, alle anderen Spiele gewonnen. Ebenfalls weiter. Ja, und da sehen wir es, schwarz auf weiß, C-Max hat 26-4 gegen Makeaway gewonnen. Und somit müsste es hier eigentlich alles klar sein. Ja, Mausbots mit dem Unentschieden auf Platz 3 in der Gruppe F und Mausbots ist draußen. Tja, glaubt man, man wäre hier im falschen Film.
Also selbst wenn Mousebots hier das Unentschieden holt, dann Respekt an Mousebots, dass sie hier das Spiel dann versucht haben, noch irgendwie zu drehen bzw. wieder gut machen. Aber was das gerade für Shots waren in der Eco dort von SNG zum 1:1, das war nicht normal. Das war wie von einem anderen Planeten. Puh. Tja, wer hätte das gedacht? Mousebots in der Gruppenphase raus. Ich mag es immer noch nicht glauben, bis ich es auf den deutschen Szene-Seiten lese. Auf Readmore und auf Rexer. Counter-Terrorists win. 5:1. Das ist ein trauriges Spiel, auch wenn wir es uns weiter angucken wollen. Das ist nicht zu fassen. Belarus bringt hier Mousebots zurück in den Flieger. Tja, und es ist amtlich. Mit einer katastrophalen Leistung auf Train beendet Mousebots die Gruppenphase mit 2 Niederlagen und scheidet schlussendlich aus. Beziehungsweise es kann hier natürlich noch ein Unentschieden werden. Aber mit solch einer Terrorleistung kann man hier auf Train nicht bestehen. Egal gegen welchen Gegner. So, und wenn man sich mal die Quoten anschaut. Mousebots 98,68%, SNG 1,32%. Und man jetzt irgendwo gewettet hätte auf SNG, du hättest jetzt hier Tausende machen können. Tja, und jetzt ist die Frage, ob hier Metamod. So, und ich kann dir vielleicht noch eins sagen. Vielleicht findet Mousebots am Ende irgendwas, Config-Befehle, irgendwas, was hier Belarus, die Spieler von SNG, belasten könnte. Und gibt das zum Protest ein. Und dann sehen wir morgen früh um 4 Uhr morgens das Wiederholungsspiel Mousebots gegen SNG. Das wäre noch eine Schlagzeile, die hier eigentlich nur noch fehlen würde. Nach solch einem Spiel. Mousebots gewinnt dann damit das Spiel gegen SNG. Und somit ist wieder alles beim alten. Mousebots weiter dabei. Und C-Max ebenfalls durch. Wahnsinn. Und damit wird eigentlich die Leistung von Maus in diesem Jahr noch einmal gekrönt. Und somit weiß man schon mal, dass es nicht an Cash gelegen hat. Beziehungsweise nicht unbedingt, nicht nur. Tja, und ich bin gespannt, wie dieses Team hier weitergeht. Ob es wirklich nur daran lag, dass man hier nicht mit dem Stamm-Lineup antritt, ich wage es fast zu bezweifeln und ich kann es mir auch nicht. Das kann nicht als Ausrede gegen ein Team aus Belarus gelten, auch wenn ein Gott fehlt. Auch wenn ein Seraph mitspielt, der vorher mit dem Mausspieler noch nichts gemacht hat. Mann, Mann, Mann.
ist das ärgerlich. Sogar wenn jetzt Mousepots hier wirklich noch das 14-1 holt, das ist ärgerlich. Denn wenn da diese eine Runde nicht da gewesen wäre, hätte man hier vielleicht wirklich das 15-0 holen können. Und somit wäre man weiter, wegen einer Runde, wegen so einer Lackrunde hier von den Russen, Belarus. Da gehst du am Stock hier. Mousepots zieht hier die Ereigniskarte, die Arschkarte. Da könnte man kotzen, den ganzen Tag lang. Kein deutsches Team hier CS-mäßig mehr dabei. Die einzige Hoffnung. Und ich habe noch gesagt, ich habe ein gutes Gefühl im Mousepots, die können hier Top 4 werden. Und was ist? Nichts. So, das ist jetzt hier vielleicht die zweite Runde. Seraph im 101 gegen Zerg. 100 gegen 61. Ja, und ich würde so gerne sagen, wenn Seraph den Frag nicht macht, dann ist es aus für Maus. Aber es ist leider schon viel zu spät und total egal. So, Seraph hat sich verraten. Und nun wird es gleich den Plant geben und im Zug. Na? Checkt lieber noch einmal rum. Zeit ist genug da. Und jetzt. Sehr schön. Schön von Seraph zur rechten Zeit rum. Versucht dann noch Pop wegzukommen und zu planten. Und das wird ihm auch gelingen, denn 5 Sekunden braucht er, ist jetzt am Spot. Sehr schön gespielt von Zerg. Seraph noch mit 50. Tja, und da ist Seraph down. Das ist sie, die zweite Runde. Und jetzt kommt das GG von Tixo. Und die letzten drei Runden laufen in diesem Spiel. Wahnsinn. Ich bleib morgen zu Hause, da könnt ihr hier euren WC3-Kram machen. Gibt's doch gar nicht. Tja, da bin ich gespannt, wer am Jahresende alles gewechselt wird. Und was man da jetzt für Interviews im Nachhinein wieder lesen kann von Team Mousepots. Also ich hoffe, dass wir da ein Video-Interview auf Rexer sehen hier mit dem Team von Maus. Und auf diese Erklärung bin ich diesmal wirklich gespannt. Man konnte sich ja jetzt einiges anhören. Man konnte sogar nach dem letzten Event Kechter als Sündenbock hinstellen und es auf ihn schieben und sagen, ja, die Chemie stimmt nicht. Und das zieht alle mit runter. Jetzt ist er weg. Jetzt hat man seinen Wunschkandidaten zusammengestellt. Auch wenn Seraph nicht die erste Wahl war, sondern Roman R., der allerdings absagen musste und sich dann für Seraph entschieden hatte. Tja, und jetzt? Was ist es diesmal? Zyx hat ein großartiges Turnier gespielt. Armes Deutschland. Und ich traue mich gar nicht, viel mehr Comments zu lesen jetzt zu diesem Spiel. Oder wenn ich schon nachher an die ganzen Foren-Threads denke, was man da lesen muss. Eins steht fest, an den Fans, an der Community und an uns hat es nicht gelegen.
denn wir waren zu jeder Zeit Vollzeit bereit, dir alles zu geben. Der sechste Mann, wir waren es. So, hinein in die letzte Runde. Das Grauen findet sein Ende und das vielleicht mit einem Knife Kill. Zirk läuft hier hinterher. Und ist hier die ganze Zeit in CT gefolgt und auf der Spur gewesen. Also jetzt noch ein Knife Back. Das wäre der ideale Abschluss. Aber jetzt ist es zu Ende.